Das Teil hier ist der Wahnsinn. Ein Offroad. Gesteuertes Modellauto. Ausmachen. Besonders hochgerüstete Wagen sind das. Mit Verbrennungsmotor haben sagenhafte 5 PS bei nur 12 Kilo Gewicht. Gehen ab wie Schmitz Katze, haben wir gerade schon gesehen. 60 Kilometer, kein Problem. Wie das aussieht, wenn man die richtig ausfahren kann. Also nicht nur hier so im Studio, dass man dann ruiniert. Das zeigt Ihnen nun Frank Melzer. Satte 5 PS. 60 Kilometer in der Stunde. Keine Rücksicht auf Verluste. Mann und Maschine an der Belastungsgrenze. Mein Arzt hat mir das eigentlich verboten. Wer hört schon auf seinen Arzt, wenn es um die Ehre geht? Schmeiß an. Echtes Rennfeeling im Maßstab 1:8. Und verlieren tun Weicheier. Nee, ich finde Niederlagen total toll. Also dabei sein ist nichts. Der Titel alles beim Rennen auf dem Acker. Und hier soll der Showdown stattfinden, in Ilsenburg im Harz, Austragungsort des zweiten RCK Offroad-Rennens. Letzte Vorbereitungen, das Warm-up der Boliden. Mit am Start Steffen Schnorr und Team. Die Pforzheimer schicken ihren Buggy-Umbau ins Rennen. Fahrzeug und Fahrer fit, ja. So fit man sein kann am frühen Morgen. Noch macht der Bolide eine gute Figur, Verluste aber sind programmiert. Am meisten geht alles. Alles, was ich losrabbeln kann, rabbelt sich irgendwie los. Ich meine, da ist viel mit Schraubensicherung und all sowas, aber die Elektrik ist anfällig, die Mechanik. Es ist ja auch so, dass sie völlig übermotorisiert sind. Naja, der hat wahrscheinlich hier irgendwo zwischen 5 und 6 PS, das bei 13 Kilo. Ein kurzer Zug und schon dröhnt der Verbrennungsmotor seines zweiten Offroad-Vehicles. Veranstalter Marco Linde lässt das Rennen einläuten. Pass mal auf, machst du mal da bei deiner Feuerwehr mal richtig schön tratrö? Soll ich machen jetzt? Ja. Darf ich? Ja, du darfst jetzt mal richtig tratrö machen, weil wir wollen, dass die Leute sich aufstellen. Zur Fahrer auf, zur Aufstellung hier. Herzlich willkommen allen Gästen und vor allen Dingen auch allen Fahrern, die teilweise sehr weite Wege gemacht haben, um hier teilnehmen zu können. Und ich hoffe, das Wetter spielt noch ein bisschen mit, dass wir hier ein bisschen Spaß haben können. 60 Männer und ihr großes Spielzeug gehen in die Einführungsrunde. Hochglanzlack und Hightech in Chrom für RC-Cars bietet dieser Händler an. Wenn man dieses Fahrzeug berücksichtigt, dann wird es wohl kaum jemand draußen fahren. Man wird es also gerne in die Vitrine stellen wollen und pflegen und gerne anschauen. Aber selbstverständlich kann man ein Fahrzeug dieser Art, so wie es hier auch noch schön aussieht, im Gelände fahren, es dementsprechend reinigen und für den Sport nutzen, für den man es vorgesehen hat. Und es bringt dann auch noch viel Spaß. 4.500 Euro für ein Auto mit Airbrush-Hülle und verchromtem Auspuff. Ausstattung und Preise nach oben sind offen. Mittlerweile beginnen draußen die ersten Rennen. Hier ist Beschleunigung gefragt. Auch Steffen Schnorr muss gleich an den Start. Sein Offroader ist nagelneu. Im Fahrerlager gilt die Regel, vor dem ersten Rennen erstmal 1 bis 2 Tankfüllungen leerfahren. Dafür bleibt Pilot Schnorr aber keine Zeit. Sein Renner zieht den kürzeren. Hast du gut gemacht. Steffen wittert seine Chance woanders. Das war der Sprint. Nachher kommt die Distanz und dann müssen wir halt noch mal sehen, wie wir das machen. Das Problem war, er war nicht auf Temperatur. Auch seine Teamkollegen haben Startschwierigkeiten. Schon vor dem ersten Rennen streiken Motor und Technik. Die Distanzrennen stehen an. Dabei müssen Fahrer und Bolide 10 Minuten Vollgas überstehen. Gar nicht so einfach. Auch der 35-jährige Steffen Schnorr muss wieder an den Start. Mann und Motor laufen auf Anschlag. Was macht der Pult? 400. Mein Arzt hat mir das eigentlich verboten.
startfrei, doch schon nach wenigen Metern ein Fahrfehler von Steffen Schnurr, ein Crash. Das bringt den Außendienstmitarbeiter nicht aus der Ruhe. Runde für Runde holt er auf und geht bis an die Grenzen seines Offroaders. Ich glaube, ich habe gewonnen. Glaube ich. Habe ich gewonnen? Noch nicht ganz. Schließlich war das erst das Halbfinale. Vor dem Showdown streikt plötzlich das Auto. Kriegen wir die Kiste nicht zum Erwitz. Gewinne ich mal? Fahren ja, Schrauben nein. Dafür hat Schnurr Mechaniker. Du bist ruhig? Da bin ich auch ruhig. Kurz vor dem Start rührt der Motor des Flitzers dann noch. Im Fahrerlager wird überall noch mal Hand angelegt. Schließlich will jeder am Ende die Nase vorn haben. Noch 30 Sekunden bis zum Start in der Klasse Maßstab 1 zu 8. Dann geht's los. Doch Steffen kriegt seinen Boliden nicht richtig unter Kontrolle. Nein! Mann! Dann streikt auch noch der Motor. Wiederbelebungsversuche und zurück auf die Piste. Die Aufholjagd aber dauert nicht lange. Das gibt's doch nicht, dass der... Wieso geht die Sau immer aus? Die Sau hat nur noch wenig Sprit im Tank, lässt sich aber noch mal anwerfen. Sein Tag wird es heute aber nicht mehr. Der entscheidende Fahrfehler folgt. Feierabend. Den Sieg machen andere unter sich aus. Schnurr hat die Schnauze voll. Nach insgesamt 8 Stunden Rennen in verschiedenen Klassen gibt es bei der Spaßveranstaltung wenigstens die verdiente Urkunde. Little Toys for Big Boys. Und davon gibt es immer mehr. Dann haben wir gesagt, wir wollen einfach mal ein Treffen machen, wo diese ganzen Verrückten sich mal treffen können, mal fachsimpeln können, wo man die neuesten Tuning-Sachen mal sehen kann. Und das hat sich halt in der Szene ein bisschen rumgesprochen und dadurch haben wir jetzt eigentlich regen Zulauf. Unser Ziel war, hierher zu fahren und unseren Spaß hier zu haben. Und Schnurr scheint heute so richtig Spaß gehabt zu haben. Und das, obwohl es der Arzt ja verboten hatte. Die Risiken und Nebenwirkungen sind auch nicht wirklich zu übersehen.